gesichert! War überhaupt jemand drin? Jetzt ist jedenfalls niemand mehr drin. Das ist doch perfekt, Mann. Meine Leute. Es muss noch jemand leben. Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over. Hier ist Weaver, kommen, over. Irgendwas? Oh Gott. Kontakt, Kontakt! Tut mir leid, Weaver. Walker, was zum Teufel soll das? Thank you.
Mayday, Mayday. Hier ist Ghost Lead. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Ghost Lead. Wer ist da? Eine Freundin. Ich habe das Funkgerät von einem Ghost. Und dieser Ghost atmet noch? Ghost Lead. Man kann dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verarztet. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Verstanden. Ghost Lead Ende. Sturz sie nicht umgebracht hat, wird es der Sumpf tun. Ich wollte immer ein Ghost sein. Zum Glück bin ich es nicht, sonst könntest du mich jetzt aus dem Sumpf fischen.
Stehen bleiben! Wer sind Sie? Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir dulden keine Schießereien in Erewhon. Was ist Erewhon? Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. Was ist das für ein Ort? Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau zwei Gewehre und 8 Magazine. Die Einheimischen haben Wasser. Und ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Atemberaubend. Ja. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt's auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir es da zu tun? Erstmal habt ihr es mit mir zu tun. Haben Sie hier das Sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Mit Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora-Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fast die Hälfte meiner Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel im Nackentechnik durch. Skelltech stellt noch denselben Hightech-Kram her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das Jayskal verspricht. Wo finde ich Jayskal? Ah, den Kopf von Skelltech persönlich. Mhm. Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, dass er damit zu tun hat? Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste. Kann ich zu den Verwundeten? Ja. Einer Ihrer Leute braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Beruhigen Sie ihn, ja? Kommen Sie danach zu mir. Ich werde Sie rumführen. Holt. Hey. Wie geht's dir, Mann? Nomad. Wer ist übrig? Wer lebt noch? Entspann dich, Kumpel. Ich tue, was ich kann. Du verdammter Superheld.
Hier. Ein neues Spielzeug. Ich finde Midas nicht. Aber Weaver. Ruh dich nur aus. Wir kümmern uns drum. Die Wasp? Naja. Der Funk ist ausgefallen, ich erreiche das Schiff nicht. Ich rede mit Mads Schulz, dem Chef hier. Vielleicht hat er ein Boot für mich. Keine Sorge, ich komme mit Hilfe zurück. Geh. Wie geht's Ihrem Freund? Er hält durch. Dank Ihrer Hilfe. Kennen Sie vielleicht einen Lieutenant Colonel Walker? Ist das nicht der, der mit diesen Wolves arbeitet? War Mascartex Militärberater. Und früher im Einsatz. Kennen Sie ihn? Ja. Wir sind uns begegnet. Sie sehen sehr entschlossen aus. Sie haben wohl große Pläne. Wie komme ich von dieser Insel runter? Klar. Und uns einfache Leute sich selbst überlassen, hm? Auckland ist 2000 Kilometer weit weg. Verdammt langer Weg, wenn man mit eingekniffenem Schwanz rennen muss. Ich lauf nicht davon, Mads. Die USS Wasp liegt nur ein paar Kilometer vor der Küste. Wenn ich sie erreiche, kann ich mit Hilfe zurückkommen. Die Wasp, hm? Keine Ahnung, ob's mir gefällt, wenn diese Leichtmatrosen auf der Insel rumrennen. Ah, es sind doch ein paar Ledernacken an Bord. Na, wenn das so ist. Gut. Ich will ehrlich sein. Wir haben keine Chance gegen ehemalige Spec Ops. Deshalb wollen ein paar Freunde, Selbstversorger und Skell-Mitarbeiter, die Inseln auf Booten verlassen. Garantieren Sie ihnen Schutz auf der Wasp? Auf jeden Fall. Okay. Ich sag ihm, wo die Boote sind.
Alles okay? Du wirkst traurig. Nein, nein. Sie uns nichts. Bitte. Ich tue Ihnen nichts. Matt schickt mich. Sind Sie Selbstversorger? Naja, ich arbeite für Skelltech. Matt ist ein Freund.
Als Sentinel anfing, Leute zu verhaften, hat er uns geholfen. Warum schickt er sie? Mein Helikopter kam von einem Marineschiff, das ein paar Kilometer vor der Küste liegt. Ich kann die Boote zu diesem Schiff bringen und mit Verstärkung zurückkommen. Wow. Klingt auf jeden Fall besser, als mit dem Boot bis nach Auckland zu fahren. Was ist mit dem Heli? Das muss ich noch rausfinden. Haben Sie ihn verloren? Ja, Maurice Fox und meine Tochter Harmony. Freut mich sehr. Ich bin Nomad. Wissen Sie, da war noch ein Soldat. Er sagte, sein Name wäre Hill. Josiah Hill? Ist er hier? Nein, er half uns, den Männern von Sentinel zu entgehen, aber er wurde verletzt. Nicht sehr schwer. Wir ließen ihn bei diesem Fischereigebäude-Dings da. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich hole ihn ab, wenn ich zurückkomme. Deckung! Was war das denn? Einen Moment. Mein Gott. Diese Leute. Das muss ein neues Sicherheitsprogramm sein. Was für eine Riesenscheiße. Ich schätze... Nichts kann diese Insel betreten oder verlassen, solange es aktiv ist. Das muss auch den Heli abgeschossen haben. Ich will nach Hause. Ich auch, meine Kleine. Hören Sie. Helfen Sie diesen Leuten und bringen Sie sie hier weg. Was? Niemand wird Sie retten. Es ist kein Krankenwagen unterwegs. Sie müssen fliehen. Nach Erewhon. Okay, ja. Kommen Sie mit uns? Ich suche meinen Freund Hill. Das Fischereigebäude war ein Rückzugspunkt. Vielleicht sind da mehr Soldaten. Viel Glück.